Der Medizintalk wird Ihnen präsentiert von der Seniorenbetreuung Rose aus Dörferden. Seniorenbetreuung Rose, verlangen Sie mehr. Und dazu begrüße ich heute an meiner Seite Dr. Hans-Walter Fischer. Er ist unter anderem Lungenarzt und hat seine Praxis in Pferden. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Freut mich auch. Herzlich willkommen. Wir wollen heute über die aktuellen Proteste der Ärzte sprechen. Womit sind Sie denn im Moment nicht zufrieden? Woher kommen diese Proteste? Die Proteste kommen daher, dass wir in Verhandlungen mit den Krankenkassen eingetreten sind. Es geht im Wesentlichen um eine Honorarsteigerung, wobei darunter nicht zu verstehen ist, dass die Ärzte mehr Honorar für sich gerieren wollten, sondern es geht, wenn Sie so wollen, um eine Anpassung der Kosten seit 2008. Die ist nämlich nicht mehr passiert. Und das sind in etwa 10%, 11%, wenn man es genau nehmen will. Das basiert auf sehr genauen Umfragen, die bei einzelnen Kolleginnen und Kollegen gemacht wurden, zum Beispiel auch, wo Steuerbescheide eingeschickt werden oder vom Steuerberater eingeschickte Unterlagen. Das bedeutet eben 11%. Und nun ist die Krankenkasse vorher hergegangen und hat gesagt, hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, einem Institut, das von einem ehemaligen Mitarbeiter der AOK geleitet wird, die errechnet haben, wie weiß kein Mensch, oder zumindest nicht realistisch, dass wir doch eigentlich mehr arbeiten oder dass die Kostensteigerungen doch mehr sind, als wir eigentlich arbeiten würden. Das Ganze war so abstrus, dass hier eigentlich fast der Casus Belli geschehen war. Das ist auch einzigartig, das ist noch nie passiert. Okay. Nun ist man zusammengetreten bei dem erweiterten Bewertungsausschuss. Das sind Ärzte, Krankenkassen zusammen und ein unabhängiger Bewerter. Und dort ist ein Zuwachs von 0,9% uns zugesagt worden. Und damit sind Sie natürlich nicht zufrieden? Nein, es ist praktisch ein Minus von 10%, wenn Sie es so sagen wollen. Und das funktioniert natürlich nicht. Ein Punkt, wo ich aber noch darauf eingehen möchte, es ist ja nicht das erste Mal, dass es da Probleme in Ihrer Branche gibt. Wo ist denn da das Grundübel, wo ist die Wurzel des Problems? Die Wurzel ist eigentlich, dass das Vorgehen der Krankenkassen dermaßen unverschämt war, dass man hier wirklich auf die Barrikaden gegangen ist. Irgendwann kann man nicht mehr miteinander reden. Mhm. Bisher war noch ein gewisses Gespräch möglich. Und das Ganze ist, wenn Sie so wollen, der Gipfel einer langen anhaltenden Ärztekampagne, einer Kampagne gegen Ärzte, insbesondere auch von den Krankenkassen. Nicht, da ist vor kurzem gesagt worden, die Ärzte kümmern sich nur um Privatpatienten und nicht um die Kassenpatienten. Wir haben eine sehr breite Umfrage gehalten, 55 Stunden in der Woche nur für Kassenpatienten. Das, was wir vielleicht nicht leisten können, wird auch durch unsinnige Umfragen aufgesogen. Mhm. Dann die ganzen Geschichten mit Ärztepfusch. Das Wort Pfusch ist nur im Zusammenhang, oder fast nur im Zusammenhang, richtig, wird es mit Ärzten gebraucht. Also diese ganzen kleinen Nadelstiche, die immer wieder passieren, die haben die Ärzte langsam auf die Barrikaden gebracht. Und man sieht eigentlich, dass es so nicht weitergeht. Richtig. Und wenn die niedergelassene Medizin so ausgedörrt wird, können wir als Kassenärztliche Vereinigung unseren Sicherstellungsauftrag nicht mehr leisten. Und wir können auch in der freien Praxis nicht mehr arbeiten. Im Moment merken die Patienten von den Protesten noch nicht viel. Soweit ich weiß, ist es so, dass sie momentan zum Beispiel auf Anfragen der Krankenkassen nicht mehr reagieren oder nur zu gewissen Zeiten. Werden wir Patienten vielleicht irgendwann doch noch mal was spüren? Wir versuchen es natürlich nicht und ich hoffe, dass sich noch einiges bewegen wird. Natürlich ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Berlin vor Gericht gegangen, vor das Landessozialgericht Brandenburg. Denn das, was die Kassen und was der Bewertungsausschuss hier gemacht hat, ist gesetzeswidrig. Es widerspricht dem neuen Vergütungsgesetz, das ist immer so, das sind sehr schlimme Namen, die lasse ich jetzt mal auf jeden Fall, wo die Morbidität, das heißt die Krankheit, das Risiko auf die Kassen übergeht. Bisher war es ja so, dass wir für jede Krankheit, die mehr kam, eigentlich weniger Honorar bekommen haben, weil es gedeckelt war. Und dass eben hier die Kassen genau genommen die Vergütung mittragen sollen. Und das ist anscheinend hier nicht beachtet worden. Und deswegen gehen wir vor Gericht. Wir hoffen, dass hier eine gütliche Einigung passieren wird. Und das hoffen wir Patienten vor allem natürlich auch. Und wir behalten das natürlich auch weiter im Auge. Vielen Dank an Dr. Hans-Walter Fischer. Er ist unter anderem Lungenarzt, und zwar in Pferden. Dort hat er seine Praxis. Und wir haben uns heute über den Konflikt zwischen den Ärzten und den Krankenkassen unterhalten. Und das Ganze natürlich hier bei uns im FAN Medizin Talk. Der Medizintalk wurde Ihnen präsentiert von der Seniorenbetreuung Rose aus Dörferden. Seniorenbetreuung Rose, verlangen Sie mehr.